3:1 in Duisburg. Dynamo legt sich 3 Punkte unter den Weihnachtsbaum. Duisburg, Dynamo Dresden hat sich einen Tag vor dem Weihnachtsfest selbst beschert. Das Team von Trainer Mike Walpurgis stieß den Bock nach 3 sieglosen Spielen rechtzeitig vor der Winterpause um. Die Mannschaft siegte vor 14.836 Zuschauern in der Schauinsland Reisen Arena beim MSV Duisburg mit 3:1 ausgerechnet. Lukas Röser köpfte in der 4. Minute das 1:0. Der Stürmer hatte bereits in der vergangenen Saison und zum Auftakt dieser Spielzeit gegen Duisburg getroffen. Noch vor der Halbzeit erhöhte Baris Adik auf 2:0. Kone schoss in der 53. Minute das 3:0. Tim in der 66. Minute traf Oliveira Sosa dann zum 3:1. Doch den Sieg der Schwarz-Gelben konnte das nicht mehr gefährden. Dabei waren die Voraussetzungen für die Partie alles andere als gut. Abwehrspieler Philipp Heise wurde schon in der Trainingswoche suspendiert, das gleiche wie davor Ayas A. Osman dann am Abend vor der Partie. Brian Hammerleinen war aus persönlichen Gründen gleich gar nicht erst in den Bus gestiegen. Hauptmann und Atilgan feiern Profidebüt. Ungewohnt still war es im Gästeblock. Nicht nur auf die Gesänge verzichteten die Dynamo Ultras, auch ihre Banner sammelten die Fans ein. Grund: Vielen Dresdner Anhängern soll von der Polizei der Zugang zum Stadion verweigert worden sein. Aus Solidarität blieben die restlichen Anhänger ruhig. Der Teamgedanke übertrug sich auch auf die Mannschaft, denn die spielte seit langem mal wieder wie eine Einheit. Vielleicht auch deswegen, weil Coach Mike Walpurgis auf ein offensiveres 4-4-2-System umstellte. Sportlich konnte für die Schwarz-Gelben die Partie gar nicht besser losgehen. Bereits in der 4. Minute traf Röser nach Flanke von Atik Bergkopf zum 1:0. Auch wenn die Gäste kurze Zeit später Glück hatten, dass Duisburgs Ahmet Engin frei vor SGD-Keeper Markus Schubert das Tor nicht traf, bestimmten die Sachsen eine mit insgesamt 9 gelben Karten sehr ruppige Partie. Was Rico Banatelli zu ungenau versuchte, machte Atik darauf besser. Der Deutsch-Türke dribbelte bis an den Rand des Strafraumes, zog ab und bescherte kurz vor dem Seitenwechsel für eine beruhigende 2:0-Führung. In der 2. Hälfte sorgte Kone dann für die Vorentscheidung. 5 Meter vor dem gegnerischen Kasten angespielt, drehte sich der 21-Jährige um die eigene Achse und stocherte den Ball zum 3:0 über die Linie. Auch wenn auf der anderen Seite durch Sosa noch das 1:3 fiel, brachte Dynamo gegen großteils harmlose Zebras den Sieg über die Zeit. Benatelli und Erich hätten jeweils in der 89. Minute das Ergebnis noch höher stellen können. Ein besonderes Weihnachtsgeschenk bekamen Osman Atilgan und Marius Hauptmann. Beide feierten ihr Profidebüt.